Christoph Daum wurde damals von Uli Hoeneß, wurde er verdächtigt, sehr viel Kokain konsumiert zu haben. Christoph Daum hat irgendwann eine Pressekonferenz gegeben und wir blenden sie gleich mal ein. Und er sagt, ich habe ein astreines Gewissen. Er wird eine Haarfollikelprobe machen. Ja? Also mit dem Haarfollikel, dort setzt sich, wenn du Kokain konsumiert hast, setzt sich das in den Haaren ab. Und dann kannst du testen eben, ob er das in den letzten, keine Ahnung, wie lange das zurückgeht, Wochen oder Monaten konsumiert hat. Und er hat selbst gesagt, dass er das machen möchte, weil er ein astreines Gewissen hat. Diese Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen, versiegelt und wird heute dem Institut für Gerichtsmedizin in Köln übergeben. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ich gebe hier klar und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ich habe Kokain zu mir genommen. Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler.